Einer guten Tradition folgend, zeichnete die Industrie- und Handelskammer Magdeburg am 6. November 2021 in der Johanneskirche der Landeshauptstadt die besten Auszubildenden des Jahrgangs 2021 aus. Wann, wenn ich jetzt? Wo, wenn nicht hier? Wie, wenn ohne Liebe wär? Wenn ich wir. An der Feierstunde nahmen die Azubis und ihre Angehörigen sowie Vertreter der Unternehmen teil. Ich freue mich sehr, Sie heute hier in der Johanneskirche zur jährlichen Ehrenveranstaltung der IHK Magdeburg begrüßen zu dürfen. Wer hier gefeiert wird, der hat es geschafft und ziemlich viel richtig gemacht. Die IHK Magdeburg konnte in diesem Jahr 76 beste Prüfungsabsolventen von insgesamt 3.199 Auszubildenden und Umschülern ermitteln, die die diesjährige Ausbildung als beste in ihrem Beruf abgeschlossen haben. Unter den Guten gibt es immer auch noch eine oder einen Besten. Von allen sehr guten Azubis, die wir eben auf der Bühne gesehen haben, erreichte mit 99,18 Punkten das höchste Ergebnis in unserem Kammerbezirk Frau Hanna Ziesche, Biologielaborantin Julias-Kühn-Institut in Quedlinburg. Unseren super Azubis gehört noch ein Absolvent. Mit 91,95 Punkten ist Julian Weber bester Bergbautechnologe Fachrichtung Tiefbohrtechnik von der KNS Zielitz. Ein Hoch auf uns, auf jetzt und ewig, auf einen Tag, Unendlichkeit. Ein Hoch auf uns. Ein Hoch auf uns, ein Hoch auf euch. Anerkannt wird auf der Veranstaltung auch das hohe Engagement der ehrenamtlichen Prüferinnen und Prüfer. Das sind Praktiker aus der Wirtschaft, Lehrervertreter aus den Berufsschulen sowie Arbeitnehmervertreter, die in mehr als 340 berufenen Prüfungsausschüssen fachkundige und objektive Abschlussprüfungen durchführen. Auch Ihnen gilt der Dank der Industrie- und Handelskammer Magdeburg. Musikalisch klang der Sonnabendnachmittag in der Johanneskirche aus.